Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eine Leistungssteigerung. Dafür haben wir hier eine C-Klasse 205er. Wichtig ist für euch zu wissen, wenn ihr euer Fahrzeug entscheidet, Leistung zu steigern, muss man nur Fahrzeuge die Leistung steigern, die dafür auch geeignet sind. Das Problem ist häufig einfach, jedes Fahrzeug wird einfach leistungsgesteigert, ohne zu prüfen, wie ist der Zustand. Weil die Firmen, die Leistungssteigerung machen, haben natürlich ein Produkt und dieses Produkt muss man irgendwie an den Mann bringen. Wenn man natürlich halt, da will man gar nicht die Fahrzeuge so komplett durch die Gegend checken, um den Kunden vielleicht irgendwie zu verlieren. Wichtig auch zu verstehen, so ein Fahrzeug zum Beispiel hat ab Werk 200 PS. Aber viele Fahrzeuge streuen nach oben. Das heißt, wenn er zum Beispiel ab Werk 200 PS hat, kann er auch ab Werk aber auch 210 PS haben. Warum ist das wichtig? Wenn ihr so ein Fahrzeug zum Beispiel auf dem Prüfstand messt, dann kann er euch 200 PS zeigen, aber das Fahrzeug kann technisch nicht in der vernünftigen Verfassung sein. Warum nicht? Weil zum Beispiel die Diesel oder auch jetzt mittlerweile Benziner haben Partikelfilter. Entweder Dieselpartikelfilter oder Autopartikelfilter oder wir haben Katalysatoren. So, das kann man alles anhand der Originalsysteme prüfen. Deswegen, wenn wir Fahrzeuge optimieren, optimieren wir nur Fahrzeuge, für die wir auch originale Tester haben. Das heißt, ein original Mercedes-Tester, das ist dieses System oder zum Beispiel BMW originales Diagnosesystem. Warum? Weil wir natürlich nicht wollen, Fahrzeuge zu optimieren, die technisch nicht im vernünftigen Zustand sind. Deswegen prüfen wir auch vorher, in welchem Zustand sind zum Beispiel die Injektoren. Wir schauen zum Beispiel, wie ist zum Beispiel ein Partikelfilter beladen oder der Autopartikelfilter oder ein Katalysator. Denn wenn zum Beispiel der Auspuff seine Abgase nicht vernünftig loswerden kann, weil der Partikelfilter voll ist oder der Cut, dann macht eine Leistungssteigerung keinen Sinn. Weil dann hat man ja noch mehr Abgase, die eh schon nicht mehr loswerden können. Auch genauso die Injektoren. Natürlich werden die Injektoren bei einer Leistungssteigerung auch mehr belastet. Es wird mehr eingeschwitzt. Wenn die Injektoren vom Zustand her nicht in Ordnung sind, dann braucht man die nicht noch mehr belasten. So. Deswegen muss man immer natürlich schauen, denn eine Leistungssteigerung oder Chip-Tuning ist halt ein Saisongeschäft. Normalerweise macht im Winter kaum einer eine Leistungssteigerung. Deswegen reißt man sich natürlich um jeden Kunden. Aber häufig gehen die Fahrzeuge dadurch einfach kaputt und das interessiert die Leute halt nicht. Deswegen muss man natürlich immer auch schauen. Es ist immer sinnvoll, das Fahrzeug nicht über den Prüfstand zu messen, ob er in Ordnung ist, weil das sagt euch gar nichts, denn wie gesagt, die Fahrzeuge streuen ja nach oben, sondern das Fahrzeug mit einem Originaltester zu prüfen, die einzelnen Bauteile, die eine Rolle spielen und danach das Fahrzeug erst Leistung zu steigern, wenn es in Ordnung ist, denn leider sehen wir auch viele Fahrzeuge mit einer kleinen Laufleistung, 40, 50, 60, 70.000 gelaufen, die zustandmäßig nicht für den Leistungssteigern geeignet sind, weil die Fahrzeuge nur stattfahren. Ihr müsst euch mal solche Situationen vorstellen, der Partikelfilter regeneriert nur ab 80 km/h. Wenn jemand aber nur die ganze Stadtfahrt fährt, dann ist das natürlich so, dass man ihm gar nicht die Gelegenheit gibt zu regenerieren. Wenn beim Partikelfilter zum Beispiel ein Sensor nicht richtig funktioniert, dann denkt das Auto, der Partikelfilter ist perfekt und regeneriert auch gar nicht auf der Landstraße oder Autobahn, weil er denkt, er muss nicht regenerieren. Diese ganzen Sachen kann man halt prüfen. Aber wenn man die nicht prüft, sondern einfach eine Leistungssteigerung drüber bügelt, macht das halt nicht wirklich viel Sinn. Wenn euer Fahrzeug für eine Leistungssteigerung geeignet ist, dann sind folgende Sachen wichtig. Wenn man das Auto leistungssteigert, sollte man das Auto auf die neuesten Software bringen, vor der Leistungssteigerung. Denn die Hersteller wie Mercedes oder BMW bringen fast einmal im Jahr neue Software-Updates heraus, damit Fehler, die im Motor sozusagen festgestellt wurden, einfach beseitigt werden. Wenn ihr die Leistungssteigerung auf eine alte Software macht, dann habt ihr zwar mehr Leistung, aber die ganzen alten Fehler sind natürlich sozusagen vorhanden. Und wenn ihr irgendwann eine Rückrufaktion bekommt, dann ist natürlich das Problem, dass ihr dann zu Mercedes müsst. Mercedes bügelt dann eure Leistungssteigerung drüber, dann habt ihr Geld bezahlt und das Auto ist halt ohne Leistungssteigerung. Deswegen, bevor man das macht, lieber das Auto sozusagen updaten. Zweite Geschichte ist, Leistungssteigerung ist nicht gleich Leistungssteigerung. Denn früher war das halt so, man musste diese Steuergeräte ausbauen und öffnen, um das Auto sozusagen zu optimieren. Mittlerweile geht das über die Diagnoseschnittstelle, ohne auszubauen. Problem dabei ist, wenn das Fahrzeug optimiert wird, sieht Mercedes das sofort. Das heißt, dann verliert ihr eure Garantie für den Motor und für das Getriebe. Das heißt, ich kann das mit meinem originalen Mercedes oder BMW-Tester sehen. Mercedes genauso. Aber es gibt einige Geräte und Tricks und Möglichkeiten, wie man da so programmieren kann, dass die Hersteller das nicht sehen. Deswegen muss man immer natürlich auch schauen, dass man das Gleiche mit Gleichen sozusagen vergleicht. Man sollte vielleicht lieber 100 Euro mehr bezahlen, aber auf der sicheren Seite sein, dass Mercedes nicht sieht, dass dein Fahrzeug halt manipuliert ist, sonst habt ihr dann keine Garantie mehr auf Getriebe, Motor und kompletten Antriebsstrang.
Wenn ihr euch dafür entscheidet, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr eurem Fahrzeug nicht mehr schadet, als es halt notwendig ist. Prüft das Fahrzeug vorher und dann habt ihr auch lange was mit dem Fahrer oder von dem Fahrzeug und halt tatsächlich Spaß über die Leistungssteigerung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.